Moin moin meine lieben Supersuchtis. Oh, machen wir das mal stylisch. Moin moin meine lieben Supersuchtis, willkommen zu einer weiteren Folge von Baby Mario vs. Mr. Deutscher. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser episch behinderten Konstellation zweier behinderter Menschen. Einmal mich in Real Life, Mario in digitaler Version. Ja, das Geisterschloss in der letzten Folge korrekt geklärt. Und jetzt geht es los mit der Donut-Panik und einem lilanen Yoshi. Oh Gott, ein Level, wo der Hintergrund mit sich mitbewegt. Das wird ein wenig schwer. Aber nein! Wie behindert! Bleiben wir ganz korrekt, ganz ruhig. Wir spielen das Level nochmal. Es ist behindert. Ernsthaft, es ist behindert. Was sagt es uns denn? Es gibt gefährliche Donut-Plattformen, die nach einer gewissen Zeit den Halt verlieren und herunterfallen. Sei vorsichtig. Ja, okay. Ach so, Donut. Oh, da ist ein Loch dazwischen. Oh Gott, ey. Die Macher von diesem Spiel sind einfach nur bescheuert, ey. Nein, nein! Okay. Ja, die Blume holen wir uns. Ach, ist doch easy shit, ey. Das soll herausfordernd sein. Nein, niemals. Die Musik, die ist einfach nur cool, ja. Ich finde ich sogar besser als bei dem normalen Super Mario. Also bei dem Vorgänger. Das ist ja der zweite Teil. Was ist das denn hier alles? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Auf Movement bin ich nicht vorbereitet. Ich bin behindert und bin ein kleines Kind. Komm aus Italien und schau, ich bin ein scheiß Klempner. Ich bin so echt scheiße, hab eine rote Mütze und bin einfach nur gut. Ich habe AIDS und ich habe auch noch Krebs. Gelb ist die Farbe der Geschlechtskrankheiten. Voll nicht im Takt hierher, das ist doch einfach doof. Die Mucke, die ist cool. Ich bräuchte ein paar Eier. Oh yeah, ich kann... Oh! Ja, ein paar Sterne. Sterne, mein Meister. Sterne. Sterne, die dir Zeit geben. Dann kann Baby Mario wegfliegen. Ja, das stimmt wohl. Ja, die Pflanze esse ich. Nein! Komm zurück! Ja, Mann! Nein! Man muss es nicht erklären können. Es ist einfach... Es sieht komisch aus, wenn ich mit der in die Kamera gucke und so gebückt bin. Aber hier unten ist mein Mikrofon. Boah, ey. So. Ich bin lila Yoshi und ich trage dich hier. Ja, das ist mein Revier. Ich esse die Blume. Oh ja, das gefällt mir. Oh Mann! Bist du denn behindert, ey? Ernsthaft, ich mochte die Farbe lila noch nie. Ernsthaft, das kann doch schon Game Over auch noch. Fick dich, ernsthaft, du behindertes Stück Scheiße. Nee, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir definitiv nicht an. Ich sitze hier im Boxershorts, meine Damen und Herren. Ich habe hier, Baby Dream Pantenölcreme liegen. Ich hatte vor, mich sexuell zu befriedigen. Aber mit diesem Spiel ist mir die Lust vergangen. Ficken, ernsthaft, ficken. Ernsthaft, diese Klempner jedes Mal. Ich kann das nicht mehr antworten. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich freue mich nach Hause, Video und so. Dann macht ihr mal fertig. Das ist nicht auszuhalten. Du spielst dieses Spiel und dann kommt ihr in die Quere. Dann hast du dämlich um deinem Yoshi zu reiten. Mein Gott. Ich will das nicht mehr. Es ist unglaublich. Du kannst es nicht begreifen. Dieser Pseudo Italo. Leute, hilf mir. Bitte hilf mir. Oh. Versteht ihr mein Leid? Jedes Mal ist er voll eins. Nicht nur in der Erwachsenenform. Nein, auch in der Babyform macht Mario mich fertig. Oh Mann, das ist so... Ich kann das aber nicht. Mr. Deutscher, sei nicht traurig, nur an dein Herz. Glaub an das, was du kannst. Du kannst dieses Spiel schaffen, ernsthaft.
gleich! Oh, glaub, du hast recht. Wenn wir uns schaffen können... Die Super-Suchtis. Wir brauchen kein Intro.